Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Edgar Hanewald, Signal Halt. Ein Vorsignal blinkt mit zwei roten Augen durch den Dunst. Gesperrt. Jeden Augenblick muss es frei werden, denn die Strecke ist um diese Zeit nicht besetzt. Der Führer legt die Bremse leicht an. Das Hauptsignal wird grün leuchten. Es ist noch nicht sichtbar, der Nebel hüllt es ein. Da schimmert es hoch durch den Dunst. Rot, gesperrt. Dampf weg, Steuerung und Hebel herum, Gegendampf, Luftdruckbremse, Zusatzbremse. Die Bremsen greifen nicht, der Nebel macht die Schienen schmierig. Sand aus beiden Streuern. Die Hände des Führers greifen in das Eisen wie die Hände eines Organisten in die Register. Ruckweise geht der Zeiger des Geschwindigkeitsmessers auf 40, 30, 25 Kilometer zurück. Noch scheint sich der Zug in 100 Fesseln zu bäumen und stürmt vorwärts. Die Bremsen zischen zorniger, der Dampf siedet um die Räder. Einen Schritt vor dem Hauptsignal steht der Zug.